Machen wir den Rahmen hier gleich fertig. Es ist schon. Aber es geht nicht anders, glaube ich. Sonst müsste man wieder ausschneiden und das geht meistens noch schwieriger und langsamer. Also der Schatten da hinten, der lädt komisch dauernd nach. Seht ihr das? Da hinten im Eck. Je nachdem, wie wir uns runterbewegen. Bisschen nervig. Egal. So, hier müssen wir auch wieder drei rausgraben. Upp, weg da. Hier meine ich natürlich. Drei haben wir gesagt. So, 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 so. Wie das Gebäude innen genau dann funktioniert, weiß ich noch nicht genau. So. Und hier auch noch dreimal raus. So. Es ist schon aufwendig, also ehrlich, ziemlich aufwendig. Aber ihr werdet das sehen, es hat sich gelohnt. Hoffe ich halt mal. Da, da, da. Dum, dum, dum. Hat er das zweite jetzt überhaupt noch gegraben? Ja, schon. Er gräbt schon noch, ja. Also setzt den Block, meine ich. Zack, zack, zack. Hier noch nachbauen und ein letztes Mal. Jetzt müssen wir noch den ganzen anderen Scheiß verlängern. Das ist schon hart. Und wie das jetzt genau funktioniert, habe ich mir noch nicht genau überlegt. So, jetzt müssen wir da mal reinschauen ins Gebäude. Opa, ist jetzt wegge? Na, passt. Perfekt, genau so wollte ich das. So. Den Rest müssen wir dann leider weggraben. So. So. Und so. Zack. 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 Ja, passt schon wieder. Jetzt haben wir praktisch hier in das Haus reingebaut. Ja, wurscht. Wie machst du? Ja, so auch nicht. Wir müssen es fast so machen. Geh weg. So, das auch weg. Meine Schwester schreit wieder mal rum. Das macht sie anscheinend ganz gerne. Aber wenn sie meint, stört ja nicht wirklich bei der Arbeit hier. So, hat er das... Nein, hat er nicht genommen, natürlich. Zack, zack, zack. Hm,
Ja, manchmal. Es ist einfach noch eine Beta. Ich muss das Spiel in Schutz nehmen. Es ist eine Beta. Benutzerfreundlich ist noch was anderes, aber es wird, glaube ich, dran gearbeitet. Ich glaube, dass der Entwickler sehr hart daran arbeitet, es doch noch etwas benutzeroberfreundlich, also die Benutzeroberfläche noch etwas benutzerfreundlicher zu machen. Wenn er das nicht tut, ja gut, was soll man machen, oder? Ich mag das Spiel ja trotzdem. Spielen können. So. Was auch immer das jetzt sollte. Wir werden das jetzt ganz normal hier weiterbauen. Zack, zack, zack. Dü, dü, dü. Zack, zack, zack. Ja, die Folge ist jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei, wenn man so schön sagt. Aber was soll man machen, ne? Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Und hier, und hier, und hier. Und hier nochmal. Und das gleiche noch einmal. So, dann müssen wir hier nochmal anpacken. Zack, zack. Geh weg da, so. Wie sieht's aus? Ja, okay, zwei noch. Stimmt's jetzt? Ja. So, und hier nochmal. Und hier nochmal. Jetzt passt das mal. Dann müssen wir hier noch alle. Dreimal noch. Und hier auch noch dreimal. Nein, weg. So. Aber wenn man das nicht so ausbaut, dann kommt der Schatten nicht so gut rüber. Und ohne Schatten ist das Gebäude nicht das gleiche. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ich hoffe, beziehungsweise ich hoffe mal, dass Blockscape den Schatten schön darstellt. Ich hoffe, dass das wirklich dann so gut aussieht wie in echt. So. Du, du, du. Und ein letztes Mal. Ein letztes Mal und dann müssen wir nur noch die Leerstellen ausfüllen. Verkackt. So. Jetzt wird's besser. So, perfekt. Complete. Jetzt
Jetzt muss das alles noch mit blauem Glas ausgekleidet werden. Wo haben wir denn hier Glas, 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 Glas? Blaues Glas. Jedoch wird hier nur die innerste Lage mit blauem Glas ausgekleidet. So. Zack, 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 zack. Geh weg da. Da müssen wir jetzt mit einem Block arbeiten. Auch nicht schlimm, so. Das ist jetzt kein wirklich langer Prozess mehr. Hier nochmal. Dann hier wieder alles auskleiden. Tür müssen wir irgendwo reinbauen, das weiß ich noch nicht genau, wo ich die jetzt machen werde. Aber das ist im Moment auch noch nicht so von Bedeutung. Wichtig ist jetzt mal die Optik. Inwiefern das dann generell funktionsfähig ist, das Gebäude, das wird sich noch herausstellen. Das muss man irgendwie von innen machen. Ja, von hier müsste auch gehen. Ja, müssen wir doch rein. Wir werden wahrscheinlich hier den Eingang machen. Was haben wir gesagt von der Länge her? Jetzt muss ich nochmal nachschauen. 28 Blöcke. Das heißt, wir brauchen eine 4 Meter Tür. 24, also 12 auf jeder Seite. Das sind 4, 8, 12. Das heißt, hier dann die Tür 4 Meter. Ah, 4 Dings. Rein. Und wenn wir ja eine schöne Tür wollen, machen wir sie so. Das heißt, sie ist dann hier auch noch mal so. Und dann 2 hoch. Na, da sollte. Es ist echt nicht so einfach hier, das alles zu Genüge zu platzieren. Aber das müsste jetzt so passen. Die Tür ist breit genug. Und dann brauchen wir hier eigentlich nur noch eine Platte zum Rübergehen. Perfekt. Müsste man ja dann eigentlich drinnen sein. Ja, jetzt. Es ist geschafft. Wir sind im Haus. Hier müssen wir jetzt noch blaues Glas her tun. Y und blaues Glas. Zack, zack und hier auch nochmal. Ha, hier könnte man auch noch blaues Glas reinsetzen. Sieht aber nicht so toll aus, oder? Na, ich weiß nicht. Nee, lieber nicht. Allerdings müssen wir ja hier. Na, hier ist auch schon drinnen überall, oder? Haben wir es da auch schon gesetzt? Ja.
Das heißt, das ist jetzt soweit fertig.